Mach's gut. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei den Mountain Farmers. Heute mit dabei der Werner, der Lenny und der Daki. Einen wunderschönen Grüße. Hallo. Hallo. Ja, irgendwie heute Minimalbesetzung gefühlt, ne? Also es gibt einen Hof, der voll besetzt ist. Ich weiß auch gar nicht, was da los ist, aber ansonsten ein bisschen mau, muss man sagen. War das jetzt Kritik? Nein. Ich gönne dem Michael einfach gerade seinen Urlaub. Und hoffe, also, alles richtig zu machen. Hast du eine Pause gerade anders gesagt? Was? Nein, der Michael weiß, dass ich ihn vermisse. Naja. So, das hier, das nehmen wir jetzt hier mit. Ich komme dich unterstützen, ne, Daki? Ja, gerne. Ich habe am Hof einen Schwader abgestellt. Muss ich erstmal den Ladewagen abbekommen. So. Stimmt, der ist genau vor mir. Ja. Mitten in der Einfahrt. Vielleicht habe ich den Flug. Oh Gott. Wie lange braucht ihr denn noch für eure Mission? Voraussichtlich? Ach. So. Ganze Nacht. Ja, diese Woche werden wir fertig. Okay, aber wegen Vorspulen oder so? Zu machen. Ach doch. Ja, ich habe keine Angst im Dunkeln. Sagen wir es mal so. Ich auch nicht. Okay, ja, dann ist ja gut. Ich habe einen Lamborghini. Komme ich hinten rum über die 90, Daki, oder wie ist es? Ich bin über die alte Gartenhof gefahren. Komm ich doch, da finde ich doch niemals hin. Du musst von uns Richtung dem Stieringer fahren und dann zum alten Gartenhof und dann ist da ein Feldweg, der nicht wirklich wie ein Feldweg aussieht. Ja, meine Damen und Herren, wir sehen heute wieder eine Folge. Werner erkundet die Map. Also, du warst vorhin schon fast da. Ne? Ja. Falschen Gerät, aber. Ja. Wollt ihr nicht vorspulen? Ich würde noch düngen. Ich würde erst noch das eine Feld hier zu Ende düngen und dann können wir gerne spulen. Ja, was sagt erst der? Stress machen. Und dann. Ja. Was sagt der Imker? Der Imker macht Honig. Dem ist egal, wie viel Uhr das haben. Gut. Sind Bienen nicht nachtaktiv? Der Imker auch. Oh, schön. Ja gut, mit drei Dorfläden, ne? Aber da ist was zu tun. Ausruhen kann eigentlich man anders. Mhm. Und jetzt ist der andere Faulpelz auch nicht da, ne? Du meinst der was schafft? Ja, die einen so, die anderen so, ne? War das jetzt gerade ein Weg? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, also, lass uns mal ganz kurz auf das Thema zurückkommen, ne? Unimog haben wir ja tatsächlich aktuell nicht drauf. Da würde ich nur mal Paul fragen, ob er denn überhaupt eine haben möchte. Aber ansonsten 400 pro Liter, wäre das was, womit du da Chor gehst? Ja, wie gesagt, ich kann dir 15 Paletten liefern. Ja, so viel brauche ich nicht. Ich habe noch nicht mal einen Laden, also. Worüber reden wir denn hier überhaupt? Wie? Kein Laden, aber Honig kaufen. Weißt du, also der Uwe wird immer suspekter, weißt du? Immer hier groß. Man muss Vorbereitung. Also Sieg bedarf Vorbereitung, weißt du? Ja, so müssen wir doch das Licht machen. Such nicht nach mir. Okay, soll ich eine Vermisstenanzeige schon mal schalten? Nee, lohnt sich nicht. Ich bin so weit oben, wenn ich jetzt runterfalle, finde mich kein Mensch mehr. Alles klar. Also, ich bräuchte dann zur nächsten Woche einen neuen Mitspieler. Jetzt in die Kommentare schreiben. Oh Gott, schlecht, ja. Bei wem denn? Bei Werner. Immer bei Werner in die Kommentare schreiben, wenn ihr mitspielen wollt. Der freut sich. Hab ich auch gehört. Mhm. Wir sind doch Imkerstellen zu vergeben. Aber du zahlst zu schlecht. Ja, gar nichts, um ganz genau zu sein. Ob kannst das auch nicht schlecht ist, keine Ahnung. Aber. Kannst auch nicht viel erwarten, wenn du nichts bezahlst, ne? Ja, ich hör mal, der Paul ist hier, was soll ich sagen? Naja. So, jetzt bin ich aber komplett raus. Warte, wie muss ich jetzt fahren? Ich hab ein bisschen Navigationsprobleme hier, sonst darf keiner du mehr musst aber jetzt hier. Jetzt links. Ja. Das, was du als Weg bezeichnest? Ja. Das ist doch für die Pferde zum Trappeln hier. Du, das wird noch besser. Alter, wo bin ich denn hier? Okay, da vorne. Oh. Oh. Das Imker-Ding irgendwie abgedatet worden? Nee, warum? Da musst du links wieder. Mir ist noch nie aufgefallen, dass wenn der gelbe Eimer voll ist, dass der da einen Deckel drauf macht. Das ist wie bei der Butter. Doch, das war schon immer so. Ja, das ist mir einfach nie aufgefallen, weil das gelb ist. Ja. Bist du farbenblind? Ja,
Gelb auf Gelb sieht sich schlecht. Achso, ja. Aber bestimmt auch Farben sind. Ich glaube nicht, dass es dafür ein Update gab. Dagi, du weißt, welches Gerät wir bekommen haben zum Ballen wegbringen? Für welche Abnahmemenge reden wir denn, Uwe? Immer so, dass der Laden gefüllt ist. Lächerlich. Ja, natürlich. Ich baue aber nur einen. Jetzt musst du links, Werner. Danke. Ah, ihr habt diese Butterfly-Zweifach-Dinger bekommen zum Wegfahren, ne? Ja. Ja. Kein Wunder, dass die Mission 10.000 Euro wert ist. Schon ein bisschen Wirkreiz, ne? Also. Pff, du, ich hab so ein bisschen Schadensfreude, aber. Ja, ich höre auch dein Lächeln bis hierhin. Ihr seid auf jeden Fall beschäftigt. Das ist doch schon mal schön. Das ist doch die Hauptsache. Ja, jetzt ist aber echt dunkel geworden. Wollt man nicht mal vorspulen? Also ich frag für den Freund, aber. Ja, ich dachte, du hast keine Angst im Dunkeln. Nee, hab ich nicht, aber ich sehe halt die Bäume, ist es so spät. Ja, oh. Sound. Ja. Soll ich einfach mal. Ich mache hier mal kurz 120 rein, wenn ich gleich angekommen bin hier bei uns am Hof, dann gibt's nochmal schneller. Weißt du, die Map kann so schön sein, ne? Aber nicht bei dieser Uhrzeit. Nee, komm, jetzt fang nicht so an. Ich bin doch froh, dass es nicht regnet oder schneit. Ist mir auch egal. Skilift können wir ruhig mal einwerden jetzt. Oh, kommt moin. Noch. Hallo. Und worauf kommt auf, da bin ich. Leggy Party? Ja, ich spule gerade. Guck mal, die Sonne. Oh, da ist sie wieder weg. Ja, warte, ich habe gerade zurückgemacht und er ist 2 Stunden nach hinten gesprungen. Oh, guck mal, wie schön das hier ist. Oh, bin ich reich. Ich. Ah. Wir auch. Nee? Welcome im Ü100.000 Club. Ja. Warte immer noch auf die Auszahlung. Ja, kommt jetzt. Dann bin ich leider unter dem 100.000er. Ja, aber du hast doch alles, was du brauchst zum Leben, Uwe. Ist auf Geld halt. Naja, ist ja nicht so wichtig. Ist nur materiell. Ich muss gerade nochmal nachgucken, ob es wirklich 37,5 waren. Warte, gib mir nochmal eine Sekunde. Haben wir das aufgeschrieben? Ich denke eher mehr. Nee, 37.500. Also ich habe da wirklich 45 im Kopf, aber. Ich auch. 800. 1000. Aha. Kannst auch übertreiben, weißt du? Also. Ja. So. Was kann ich denn hier noch düngen? Ist das schon Das ist noch. Müssen wir nicht mal Silo schaufeln? Bräuchten langsam ein bisschen Kohle. Ja. Du brauchst Kohle? Ich dachte, ihr schwimmt noch in Geld. Ja, nee. Schon, aber. Wenn die Flut kommt, weißt du? Was? Wenn die Flut kommt. Ist nichts mehr da. Ja. Ich kann hier mal nach hinten kurz laufen. Aber wie gesagt, gestern war es erst bei 48%, als wir angefangen haben. Es dürfte. Naja, vielleicht. Aber was heißt denn ich schaufeln? Also wenn, dann ist es auch wieder eine Gemeinschaftsarbeit, ne? Nö. Deine BGA. Nee. Das ist ja. Doch dein Baby. Okay. Dann gibt's auch keine Auszahlung. 69%. Na, würde ich jetzt auch sagen. Ey, spring gerne hin. Ich stell dir den Schlepper hin. Ich muss leider arbeiten. Ja. Was soll das denn heißen? Dass ich wir nicht müssen ja Geld muss? Verdienen, wenn wir es von dir nicht weißt bekommen. Weißt du, wir müssen uns ja irgendwie über Wasser halten. Das ist ja. Doch, nee. Zucker. Ja. Ist richtig. Ja. Weißt du, mir vorwerfen hier, ne, direkt mal Grundstück verkaufen und sonst was und ne, 2 Folgen gefühlt später selber den Steilhang hier abgestoßen. Ja, aber das hat einen anderen Grund gehabt. Die Stadt hat Interesse daran gezeigt. Ja, die wollten da ein Casino bauen. Richtig. Mit Hubschrauber-Landeplatz. Ja. Ne, super. Das ist so weit hoch oben, da fliegt gar kein Hubschrauber mehr. Ach so. Ja, Spezialmaschinen nur. Ach so. Ja, okay. Das kann ich natürlich verstehen. Oh. Ja, dadurch, dass du gespult hast, habe ich schon wieder 30 Milliarden voller Honigwaben, ne? Hör mal, du hast gesagt, du kannst spulen oder willst spulen. Ich? Ja. Dagi, ich schick dir mal was. Ich hab nur gesagt, mir ist egal, wie spät es ist. Hab ich grad so bekommen. Ja, dann. Der Paul sich freut. Du hast doch letztes Mal diese ganzen Honigtöpfe auf dem Gartorwagen gesehen, ne? Ja. Sind gleich alle leer.
Ich hau jetzt mal was in die Discord rein. Tut mir leid, wenn es nicht passt für euch. Jetzt bin ich gespannt. Wer hat das denn gemacht? Weiß ich nicht. Ah ja, Uwe hat jetzt Probleme. Okay, gut. Was? Ja, du stockerst und ruckelst und... Ruckel und ruckel? Oh ja. Arzt. Ja. Kann er sich nachher wieder nicht bewegen? Nicht? Ich glaube, das macht er mit dem Soundboard, damit er nichts auszahlen muss. Und sagt immer, er hätte keine Internetverbindung. Ich habe kein Soundboard mehr installiert. Mein Voice Meter hat ja mein LS-Sound leider komplett gekillt. Aber ich hoffe, es ist jetzt besser. Ich habe auch eben so ein bisschen... Absolut. Nein. Du klingst wie einer auf der Autobahn, der funken würde und 3 Kilometer weg ist. Ja. Kennst du die Kinderserie Ritter Rost? Nee, kenne ich nicht. Noch nicht. Noch nicht. Das klingt wie so eine Blechtrommel. Er klingt nicht so zuckersüß wie sonst, weißt du? Ja. Oh, Mensch, was kann ich dir Gutes tun, Werner, wenn du so ankommst? Mach deinen Sound wieder gut. 40.000. Wieder billig gekauft beim Mikrofon, weißt du? Ja, würde ich unbedingt bestätigen, ja. Ich habe dem Uwe gesagt, nicht im Obi kaufen, ne? Aber ja. Ikea habe ich gehört. Ja. Aber ist doch alles machbar mit Obi. Ja, schon. Also mit dem Badplaner. Der Badplaner. Ja, hab ich auch gehört. Es ist heute wieder Mob den Uwe-Tag. Ist doch Dienstag. Achso. Ja, ich vergaß. Ja, Werner, ich fahr mal wieder, ne? Du, ich hab gehört, du holst mal die Presse, ne? Jo. Bin dann in 3 Folgen wieder da. Freu mich. Das heißt, du fährst ab, sehr schön. Ich muss jetzt gleich unsere Kühe in den Schlaf streicheln. In den Schlaf. Alles besser, als wie hier Ballen abzutransportieren. Klinge ich denn jetzt ist wieder vernünftig? Nein, das klingt ganz furchtbar. Leider. Ich komme gleich wieder. Ja. Das ist eine Drohung? Sag weiß ich nicht. Neuer Versuch? Überhaupt nicht besser. Ja, dann habe ich keine Ahnung, woran es liegt. Klingt so, als wie sie irgendwie dein Stecker, hat sich der Stecker irgendwie gelöst oder sowas? Ja, das klingt echt so, genau. Ich gucke gerne gleich mal nach. Ab unter den Tisch mit dir. Das klingt so falsch. Wo der Sekretärin ist? Jetzt Uwe Sekretärin? Achso. Ja. Bam, 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 bam. Gar keinen Fall. Ich bin dagegen. Ich kann das nicht unterstützen. Ich habe kurz überlegt, ob wir die Ballen nicht irgendwie runterrollen und lassen können. Also in Richtung Abladestation, weißt du? Ja, ich glaube, die sind ein bisschen weit weg, oder? Wo sind die Abladestationen? Ich weiß es noch nicht. Ich habe nicht geguckt. Andere Seite der Map. Geil. Oh je. Kommt das sowieso nie an, ne? Also, haben wir das Skript drauf, wo man größere Ballen machen kann? Nee, oder? Nein. Brauche ich nicht. Oh. Wollen wir die Ballen nehmen, die wir am Hof fliegen haben und daraus krass machen und einfahren? Den habe ich jetzt nicht verstanden. Wir müssen doch Silageballen abgeben. Ja, wir haben Silageballen im Hof liegen. Ja, aber dann verschieben wir nur das Problem. Nicht unbedingt. Wir könnten ja die Fläche, wo du jetzt gerade schwarz ist, mit dem Ladewagen abfahren. Und was bringt uns. Ah, jo. Können wir auch. Ja, können wir machen. Da sehe ich mich. Dann hole ich jetzt einen Ladewagen. Super Idee. Und wenn wir dann noch nicht genug haben, pressen wir im Hof ein bisschen was. Das können wir auch gerne machen, ja. Das ist eine gute Idee. Uwe, ich wäre mal so frei und würde abmoderieren, wenn du willst. Sehr gerne, ja.
Ich weiß nicht, die Uhr klingt nicht so gut. Ich glaube, da braucht man einen Bonbon. Liebe Leute, für heute sind wir erstmal fertig. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao. Tschüss. Yeah.